پیام مردمی در مقابل درباره وضعیت فرزندان و بستگانشان به رغم گذشت قریب آن را متحرک کنند. شاهدی جنایتکار از هر گونه پاسخگویی به این خانواده های در منطقه رفت و حاضر به گروه دیگری از خانواده های بازداشتگان از ساعت ده صبح روز گذشته نیز برای پیگیری وضعیت فرزندان شرکت کنند. Heute ist der 6. Tag des Hungerstreiks. Die Angehörigen und Verwandte und Freunde und Unterstützer der Aschrafsbewohner haben seit 6 Tagen hier Hungerstreiks begonnen, die Regierungen auf der Welt, besonders auch die Bundesrepublik, aufzufordern, zum Stopp dieser Massenmorde zu unternehmen, weil innerhalb einer Woche mehr als 12 Menschen getötet worden ist, mehr als 450 wurden verletzt und 31 festgenommen. Wir sind Verwundete und wir wissen über Schicksal vier Personen nicht. Und das ist gestern haben wir erfahren, dass die irakische Regierung diese 36 Personen, die zum Teil schwer verletzt sind, in einen unbekannten Ort gebracht hat und es ist eine Gefahr, dass sie nach Iran abgeschoben werden. Jetzt die Angehörigen und Verwandte der Aschraf-Bewohner hier, wir fordern alle Organisationen, alle menschenrechtlichen Organisationen und Regierungen auch für Aschrafs Bewohner etwas unternehmen. Heute wurde eine Frau aus dem Krankenhaus gebracht. Gestern wurde auch ein 18-jähriges Mädchen zum Krankenhaus gebracht. Und die Menschen, die hier Hungerstreik haben, haben immer betont, dass sie bis Durchsetzung ihrer Forderungen diese Streiks fortsetzen werden. Heute ist der 6. Tag des Hungerstreiks. Ich bin hier in der Heiligkreuzkirche. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Ich habe zwar niedrigen Blutdruck. Mir wird es schwindelig. Aber ich bin entschlossen, bis zu Ende durchzuhalten. Warum machen Sie das? Ich mache es, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Für unschuldige Menschen im Aschraf umgebracht werden, massakriert werden, verletzt werden. Das kann ich nicht mit mir selbst vereinbaren. Was sagen Sie dazu, dass die deutsche Presse ihren Hungerstreik so ignoriert? Mit einem Wort? Ja. Sauer. Danke. Aber es wird sich wohl ändern. Das denke ich auch. Dankeschön. Danke so.